Korruption ist einfach illegal. Die ist illegal nach Schweizer Recht, die ist illegal nach englischem Recht. Das englische Recht ist hier anwendbar, die ist auch übrigens illegal nach dem Recht von Mosambik. Es gibt da ja internationale Konventionen, da hat man heute eine große Einheitlichkeit. Und wenn nun ein Kredit erteilt worden ist, der gegen so eine Norm verstößt, wie das Verbot von Korruption, dann bedeutet das, dass man nach englischem Recht das Geld, das der Kreditnehmer erhalten hat, nicht mehr dem Kreditgeber, also der Bank, zurückzahlen muss. Der IWF ist tatsächlich eigentlich fast die entscheidende Stellschraube, denn vom IWF hängt ab, ob Mosambik wieder Zugang zu frischem Geld bekommt. Im Moment hat Mosambik keinen Zugang zu IWF-Finanzierung. Das braucht es, weil es ein Schuldenproblem hat. Das heißt, es ist entscheidend, ob der IWF anerkennt, dass diese Schulden illegal sind. Und da ist es im Moment so, dass der IWF versucht, eine neutrale Position einzunehmen. Diese neutrale Position besteht aber eigentlich darin, dass er nicht über die Illegalität entscheidet, sondern einfach diese Schulden weiterhin einem Land bei der Frage der Schuldentragfähigkeit zuordnet, es sei denn, das Land hat sich mit seinen Kreditgebern geeinigt. Da eine Einigung hier schlecht möglich ist, beziehungsweise eine Einigung über die Illegalität, bedeutet es wahrscheinlich doch, dass man die Gültigkeit der Kredite bestreiten müsste. Also es muss irgendwie ein rechtsfestes Ergebnis geben zwischen Mosambik und seinen Geldgebern und den Banken, beziehungsweise den Anteilseignern. Ansonsten würde der IWF das nach seiner derzeitigen Politik nicht anerkennen. Er verlangt ansonsten immer eine Einigung mit den Kreditgebern über sowas wie einen Nachlass. Und das ist ja dann ein Problem. Dann vereinbart man halt einen kleinen Nachlass, hat dafür vielleicht ein paar Prozent effektiv eingespart, und selbst wenn es 10%, 20%, 30% sind, dann ist das nichts gemessen daran, dass Mosambik eigentlich 100% nicht zurückzahlen sollte. Ja? Ich denke, man müsste da vielschichtig vorgehen. Man müsste eigentlich auf allen Ebenen vorgehen. Es ist auf jeden Fall so, dass öffentlicher Druck gut sein könnte. Es muss erstmal auch publik werden, welche Rolle der IWF dabei hat. Es gibt ein paar Spezialistenberichte, wo das anklingt, die dann vielleicht in der Financial Times erscheinen, aber das ist keine Öffentlichkeit, die einen relevanten Druck ausübt. Also dass hier wirklich der IWF eine ganz maßgebliche Rolle hat, ist bisher übersehen worden. Ich denke, auf Seiten der Geldgeber gibt es auch eine interessante Interessenkonstellation. Die waren einfach daran interessiert, also Credit Suisse als solche, nicht unbedingt handelnde Personen, Credit Suisse und die russische Bank waren einfach daran interessiert, hochverzinsliche Kredite auszustellen, jemanden zu geben, und zwar dadurch Zinsen zu kassieren, die man im Westen heute wahrscheinlich nicht kassieren könnte, angesichts der Niedrigzinsphase, in der wir uns seit der Finanzkrise befinden und aus der wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch nicht so schnell wieder rauskommen. Also es treffen sich da ganz unterschiedliche Interessen, die dann dazu führen, dass so ein Kredit recht nonchalant und mit geringem organisatorischem Aufwand eingefädelt wird und das ganze Geld verschwindet. So eine ganz ähnliche Situation hatten wir eigentlich schon mal in den 1970ern. Da gab es eine Welle von Kreditvergaben an den globalen Süden. Das hing mit den sogenannten Petrodollars zusammen. Es gab also die Ölkrise. Auf einmal sprudelten die Einnahmen der ölproduzierenden Staaten und die wussten eigentlich gar nicht mehr, wohin mit ihrem Geld. Im Westen gab es damals aufgrund der anhaltenden Rezession nicht so gute Anlagemöglichkeiten, und dann hat man den globalen Süden sich auserkoren und dort für die Infrastruktur- und Militärprojekte von den damals meistens eher weniger demokratischen Herrschern große Summen zur Verfügung gestellt. Das hat dann in den 80ern und in den 90ern, als sich dieses Zinsverhältnis wieder umkehrte und auf einmal Hochzinsen oder höhere Zinsen gerade in Amerika wieder geboten wurden, dazu geführt, dass diese Staaten reihenweise in die Insolvenz geschlittert sind und da auch nicht mehr so schnell rauskam. Und so eine ganz ähnliche Konstellation haben wir jetzt auch wieder hier. Also jeder, der schon einmal ein Haus gebaut hat und dafür einen Kredit aufgenommen hat, wird sich wundern, wie einfach das gegangen ist in dem Fall von diesen drei Millionen Krediten. Also es gab eigentlich keine wirklich gut durchdachten
Geschäftspläne für das, was hier gemacht werden sollte. Es sollte ja eine Küstenwache aufgebaut werden. Es sollte auch eine Flotte aufgebaut werden, die zum Beispiel Schutz für Schiffe bietet, die durch das Gebiet fahren. Es sollte eine Thunfischflotte aufgebaut werden. Alles das sind extrem komplexe Prozesse, die viele Menschen, viele Jahre und auch viel Geld in Anspruch nehmen. Und dann ist es schon erstaunlich, dass also ein Prospekt, mit dem Teil oder ein Stückchen von dem zweiten Kredit beworben wurden, nur wenige Seiten umfasste und da eigentlich sehr, sehr schütternd war. Das deutet einfach darauf hin, dass hier nicht ernsthaft gearbeitet wurde und kein ernsthaftes Interesse am nachhaltigen Erfolg dieser Unternehmen bestand.